In der Klasse 5E ist es normal, verschieden zu sein. Seit einem halben Jahr lernen hier 5 Kinder der Peter-Rossegger-Schule, einer Schule für geistig Behinderte, zusammen mit 21 Gymnasialschülern der Albert-Einstein-Schule. Die Kinder unternehmen gemeinsam nicht nur außerunterrichtliche Aktivitäten und ausgewählte Projekte, sondern haben auch gemeinsam Unterricht in den Kernfächern Mathe, Englisch und Deutsch. Jeweils eine Stunde pro Kernfach und Woche lernen sie alle zusammen. Die Inhalte sind natürlich unterschiedliche. Also es gibt da schon Schnittmengen. Ich mache mal nochmal das Beispiel mit Mathe. Alle Kinder beschäftigen sich mit dem Thema Geld. Für die einen Kinder ist es der Umgang mit Geld, 1 Euro Cent oder 1 Euro Stücke von 2 Euro Stücken zu unterscheiden. Für andere Kinder ist es so, dass sie Dezimalzahlen addieren müssen und dann vielleicht noch was dividieren. Ja, also es ist ein ganz anderer Anspruch an die Inhalte, auch wenn sich immer alles um das Thema Geld dreht. Betreut und unterrichtet wird die Klasse dabei von einem Lehrerteam aus 2 Gymnasial- und 4 Sonderschullehrern. Je nach Fach wechseln sie sich ab. Mindestens 1 Gymnasial- und 1 Sonderschullehrer sind immer dabei. Der Wissensstand der Schüler der Albert-Einstein-Schule soll durch die besondere Situation nicht geringer ausfallen als bei anderen Gymnasialschülern. Da gibt es eben eine Fülle von wissenschaftlichen Studien, die zum Teil schon 30 Jahre zurückreichen. Und es ist nirgendwo bestätigt worden, dass auf der kognitiven Ebene die gymnasialen Kinder irgendwelche Nachteile erleiden würden. Und die Arbeitsformen, die hier gewählt werden, bestätigen ja auch, dass jeder in seinem Tempo lernen kann, aber dass der gymnasiale Anspruch für die Kinder aus dem AEG eben tatsächlich auch immer gewährleistet ist. Tatsächlich hätten die Gymnasialschüler sogar Vorteile durch das Modell. Denn das Unterrichtskonzept unterstütze das individuelle Lernen aller Kinder. Doch nicht nur das Lernen des Unterrichtsstoffes ist hier wichtig, auch die Entwicklung von sozialen Kompetenzen. In dem Sinne, dass wir erkennen, jeder ist ein Individuum und ich muss lernen, das gilt auch für die Kinder mit Behinderung hier, mit dem richtig umzugehen. Auf der anderen Seite ist natürlich sowas wie Toleranz und Respekt vor allen auch so ein übergreifendes Lernziel. Damit die Schüler nicht nach mit oder ohne Handicap unterteilt werden, sind ihnen Farben zugeteilt. Die Kinder der Peter-Rossegger-Schule sind gelb, die der Albert-Einstein-Schule blau. Gemeinsam sind sie die grüne Klasse. Dass die Schüler keine Unterschiede machen und zusammenhalten, habe sich schon in einigen Situationen bewiesen. Eine Schülerin von uns, die hat manchmal nicht so viel Lust, in Sportunterricht zu gehen und saß dann in der Umkleidekabine und wollte eigentlich nicht rauskommen. Und dann sind 2 Mädels aus der blauen Gruppe dazugegangen und haben einfach gesagt, komm, wir gehen jetzt zusammen. Und die Sportlehrerin, die hat auch immer so eine Pfeife, das gefällt ihr doch ganz gut. Und dann sind die einfach zu dritt gegangen und haben ganz normal beim Sportunterricht mitgemacht. Für die gelben Schüler ist der Unterricht mit den blauen Schülern wertvoll, dass sie sich zunehmend an ihnen orientieren und somit lernen, selbstständig zu werden. Das Projekt ist zunächst auf 3 Jahre angelegt.